Also das mit der Walze und dem Dünger funktioniert. Funktioniert? Ja. Weg dann, oder? Ja. Diese Scheißpaletten. Wenn die nicht immer so rumhoppeln daten. Dann ist ja alles gut. Dann kannst du das mal hinten bei dem Sarggut auch noch probieren, beim Baum. Ja, ich sehe es gerade. Jupp, weg. Super. Danke. Dingens hin. Die. Ach so, ich habe sie gefunden. Eine Palettengabel am Hof haben wir nicht, ne? Schon eine da sein. Ist schon eine da. Du hast doch eine gehabt für den Lambo. Ach so, doch, stimmt. Und dann bringe ich den Flüssigdünger auch noch nach da oben, ne, der da hinten auf war. Palette. Ich stehe da ja mitten auf der Wiese. Was hast du denn eigentlich geholt? Den habe ich nicht geholt, den hast du von Haus aus. Er ist von Haus aus da, sowie zwei Saatpaletten und ja. Zwei Düngerpaletten. Aber du konntest ihn ja nicht verkaufen. Mietet man sich gleich mal eine kleine Spritze oder sowas und jodelt mir denn. Hast du drei? Ja. Könntest du das Gras dann ja eigentlich noch mal düngen, oder nicht? Habe ich schon gedüngt jetzt gerade. Ich meine, da könnte man nur, weil hier steht ja jetzt überall was. Und hinten ist ja auch mit Dünger die Maschine auf A5, wenn das fertig ist. Dann könnte man den Flüssigdünger dann auf das Gras vielleicht draufbringen mit der Spritze. Ja, den kannst du aufhören, wenn du willst, das ist kein Problem.
Hast du schon eine gekauft? Noch nicht, oder? Nee, habe ich noch keine gekauft. Na, dann mache ich das. Ich war am Überlegen, ob ich die Dingens miete, weil ich die mal fahren wollte. Die große. Ist ja neu. Kannst du es ausprobieren? Hopf zum Shop, da ist sie. Dann kannst du es anschließend wieder verkaufen. Es ist da eher Eck, wo nicht bearbeitet wurde. Es ist zwar bloß ein kleines Eck da auf dem Grasfeld. Da kannst du es schon hinspritzen. Wenn ich bloß. Es müsste gerade reichen für das Teilchen da. Direkt das, was an dem Fahrsilo ist, der Bereich ist nicht gedüngt, wo das Zeug rumsteht. Da ist er nicht runtergefahren. Sieht schon sonderbar aus, das Ding. Ja, so wird die andere heute halt Ja, da hat mir die die andere alte. besser gefallen im 15er. Die Pantera. Nur die war schön. Konnt ihr wenigstens auch die Räder jetzt zusammenschieben oder geht das bei dem Holland Nee, der nicht? hat nur die Pflegebereifung drauf da. Ja, das hat ja der Ding auch gehabt, der Pantera. Aber der konnte die Räder, den Achsabstand. Abstand, sondern den Radabstand konnte er ändern. Doch, das ja, das geht ja auch. Wer hupt denn da? Ich habe probiert. Na Scheißhupe, oder? Aber die fahren viel bei uns rum, solche Spritzen. Was, solche? Ja, solche Spritzen fahren bei uns viel rum. Nee, bei uns ist das eher so, wie ich dir erzählt habe, viel DMB-Trucks, wo hinten drauf so drauf ist. Nee, bei uns die Spargelbauern haben die Spritzen. Die Spargelbauern nutzen die. 2000 sind da drinne. Ja, das langt da gerade. Für das Eck. Da sind die 2000 wahrscheinlich weg. Na, wo bleibt er denn?
Wo bleibt wer denn? Ja, wo bleibt er denn? Stehe hier und warte. Es hoppelt ein bisschen. Panda Albatros, danke für dein Follow. Komm da ja. Oh, ich brauche, glaube ich, mehr Platz hier. Und die hat da natürlich eine Fangweite hier, wa? Ja, aber da schaust mir, was hinausläuft. Und hast du noch was drin? Ich habe gerade 100 verbraucht, mehr nicht. Oh, dann ist sie aber sehr sparsam. Kannst sie ja mal reinhocken. Wenn sie ausgeklappt ist, sieht sie eigentlich gut aus, aber wenn sie eingeklappt ist, kannst du in der Innenansicht nicht fahren. Nicht? Nee, dann hast du genau diesen komischen Steg hier vorne. Vor der Augen. Aber hier kannst du auch die Räder verstehen. Hast du das ausprobiert, ob du den Steg nicht nach unten fahren kannst dann? Aber wenn sie zusammengeklappt ist, geht das, glaube ich, nicht. Aber die kannst du aber weiter ausfahren. Man passt genau drunter durch. Ja. Nee, da geht's nicht mehr. Wenn's ausgeklappt ist, geht's. Hast du Feld 28 schon gemacht? Siehste, das könntest du Dem machen. Dünger? Nee, das Nee, kannst du das machen. kannst du machen. Das kannst du machen. Du willst die Maschine fahren, nicht ich. Denn komm raus. Mach ich das Ich hier. bin doch schon lange raus. Ja. Bin doch schon lang weg hier. Jetzt hat da einer so einen blöden Trecker mit Mähwerk in der Wege. Immer ganz vorsichtig sein. Gell? Es dürfte nichts im Wege stehen. Ja, jetzt ist zu spät, jetzt fangen Schon weg.